Jetzt? Ja, soweit. Und bei dir? Warte mal, wo ich gerade bin. Der Grammy Party. Ja, ich trete bald mit Beyoncé auf. Ich bin in München, in der Siegfriedstraße, erinnerst du dich? Echt? Bist du in Deutschland? Ja, ich habe doch bald dieses Konzert und. Ach so, ja. Hör mal, erinnerst du dich an die Noten, die ich vor langer Zeit aufbewahrt habe? Die aus der Musikschule? Ich kann sie nirgends finden. Welche Noten? Die ich dich gebeten hatte zu behalten? Anna, du hast gesagt, du brauchst sie nicht mehr. Vielleicht habe ich sie weggeworfen. Wann ist übrigens dein Konzert? Weggeworfen. Ich erinnere mich nicht. So viele Jahre sind mittlerweile vergangen. Ach, übrigens, habe ich dir nicht erzählt, dass Thomas plant zu heiraten? Endlich. Ich bin so froh. Hallo? Mama, wie konntest du meine Noten wegwerfen? Jetzt bin ich schuldig. Wie immer. Wenn das dein Vater getan hätte, dann hörst du mir zu? Verstehst du überhaupt, worum es mir jetzt geht? Doch, doch, ich verstehe. Du willst eine Schuldige finden und du suchst nach einer Schuldigen. Ich verstehe ganz genau. Warum kannst du nicht einfach sagen, dass es dir leid tut? Das wären jetzt die richtigen Worte gewesen. Dann such doch die richtigen Worte bei deinem Vater, Okay, weil Mama. ich werde die nicht finden. Tschüss, danke.